1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die grün-rote Landesregierung hat nach einigen Diskussionen innerhalb der Koalition einen Kompromiss beim Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung gefunden. Heute haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und SPD-Sozialministerin Katrin Altpeter den Gesetzentwurf vorgestellt. Er ist jetzt zur Anhörung freigegeben. Grün-Rot könne mit dem neuen Gleichstellungsgesetz im Ländervergleich die Nase vorn haben. Denn nach Sozialministerin Katrin Altpeter sei das neue Gesetz das weitreichendste in der ganzen Bundesrepublik. Es solle sich nicht wie bisher am Prinzip der Fürsorge, sondern gemäß der UN-Konvention am Prinzip der Inklusion orientieren. Und in Zukunft sollen auch die Kommunen fest eingebunden werden. Das bedeutet, dass alle 44 Stadt- und Landkreise gesetzlich verpflichtet sind, Behindertenbeauftragte zu bestellen. Die Aufgabe der Beauftragten ist es, einerseits die Behörden zu beraten, andererseits aber auch eine Ombuds- und Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige zu sein. Ein Streitpunkt zwischen Grün-Rot scheint nun auch geklärt. Den Stadt- und Landkreisen soll es ganz nach dem Wunsch der Grünen freistehen, ob sie einen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Behindertenbeauftragten berufen wollen. Die Kosten für die Behindertenbeauftragten werde das Land tragen, allerdings, so der grün-rote Kompromiss, gesplittet. Zunächst erhält jeder Stadt- und Landkreis eine pauschale Kostenerstattung auf der Basis des Bedarfs bei der ehrenamtlichen Ausübung des Amtes in Höhe von 3.000 Euro. Im Falle der hauptamtlichen Wahrnehmung kann auf Antrag eine zusätzliche Förderung von noch einmal 3.000 Euro durch das Sozialministerium erfolgen. Insgesamt stünden dafür 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Und auch das Land sei mit dem neuen Gesetz verpflichtet, zusammen mit dem Landesbehindertenrat einen Landesbeauftragten für Menschen mit Handicap zu bestimmen. Und ihre Aufgabe ist es, laut darauf hinzuwirken, dass überall gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen werden, das Amt unabhängig auszuüben, weisungsungebunden und ressortübergreifend. Außerdem solle die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen mit dem neuen Gesetz gestärkt werden. Denn die sogenannte Verbandsklage werde um einige Punkte erweitert. Da geht es um Klagen gegen Verstöße gegen das Benachteiligungsverbot und der Barrierefreiheit bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand, im öffentlichen Personenverkehr, bei der Gestaltung des Schriftverkehrs sowie bei der Gestaltung medialer Angebote. Das neue Gesetz sei ein Riesenschritt auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelebt werde. Schon zum 1. Januar 2015 könnte es in Kraft treten. Gestern Morgen hat ein Spaziergänger in Freiburg-Betzenhausen den leblosen Körper eines seit dem Vorabend vermissten 8-jährigen Jungen gefunden. Die Obduktion des Leichnams ergab, dass der 8-jährige gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die Kriminalpolizei Freiburg hat jetzt eine Sonderkommission eingerichtet. Bisher fehlt allerdings eine heiße Spur. Der Junge war am Sonntagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr zuletzt auf einem Spielplatz im Stadtteil Brühl in der Nähe der Konradskirche gesehen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Jungen gesehen haben oder im Bereich des Kleingartengeländes Vogelnest im Stadtteil Betzenhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0761 882 2480 zu melden. Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt. An allgemeinbildenden und beruflichen Schulen soll das zweisprachige Unterrichtsangebot bis 2018 massiv ausgeweitet werden. Der Hintergrund: eine zunehmende Internationalisierung von Ausbildung, Studium und Beruf. Das sieht eine Vorlage des Kultusministeriums vor. Die Mittel dafür sollen von aktuell rund 141.000 Euro auf knapp 1,6 Millionen bis 2018 steigen. Statt 53 sollen dann 85 Realschulen bilinguale Angebote bereithalten. An Gymnasien soll es mehr internationale Züge geben. Dabei wird in einem Sachfach das schriftliche Abi in einer Fremdsprache abgelegt.
In der Stuttgarter Kriegsbergstraße hat jetzt eine Diamorphin-Praxis für Drogenabhängige geöffnet. In der Praxis sollen bis zu 50 Menschen unter ärztlicher Aufsicht den Heroinersatzstoff Diamorphin bekommen. Die Abgabe soll nur an schwerst abhängige Menschen erfolgen, bei denen alle anderen Therapieversuche erfolglos geblieben sind. Ziel ist es unter anderem, die Beschaffungskriminalität zu verringern. Die Praxis ist an die Drogenberatungsstelle Release gekoppelt. Der Umbau der Räume hat die Stadt rund 2,5 Millionen Euro gekostet. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Nach dem Dauerregen wird es morgen schon etwas freundlicher im Ländle. Nur vereinzelt kann es im Norden und Osten Baden-Württembergs noch Hitzegewitter geben. Über Karlsruhe ziehen auch einige Regenwolken hinweg. In den restlichen Teilen Baden-Württembergs scheint die Sonne bei nur wenigen Wölkchen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. Sonne satt gibt's am Donnerstag in Baden-Württemberg. Bis auf den südlichen Teil des Landes rund um Konstanz und Ravensburg soll es trocken bleiben. Am wärmsten wird es in Heilbronn mit bis zu 30 Grad. Die Stuttgarter dürfen sich über immerhin maximal 26 Grad freuen. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Riedböhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 12:30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de